Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Videoreihe. Ich werde die Videoreihe mal Free VST nennen und hier wird es, wie der Name schon vermuten lässt, um kostenlose VST-Plugins gehen. Ja, und heute mache ich mir den Anfang mit drei verschiedenen Gitarren-Plugins, die alle von dem gleichen Hersteller sind. Einmal DSK Guitar Nylon Stil und Akustik und ja, die werde ich euch heute mal ein bisschen präsentieren. Die drei verschiedenen Links zu den Plugins hier, die könnt ihr in der Beschreibung nachlesen. Und ja, ich werde einfach mal ganz kurz präsentieren, wie das hier so sich anhört. Wie man die einbindet, das werde ich jetzt nicht sagen, denn das habe ich in einem anderen Video schon gesagt. Und ja, das Video findet ihr auch in der Videobeschreibung. Jo, starten wir doch mal. Also hier die Nylon-Gitarre, die hört sich wie folgt an. Ich habe jetzt einfach mal wild drauf los ein paar Noten gespielt. Das gleiche mache ich mal bei der Steel-Gitarre, die hört sich wie folgt an. Und zu guter Letzt noch die Akustik-Gitarre. Ja, an allen drei Plugins seht ihr auch hier die verschiedenen Regler, die aber überall gleich sind. Und zwar ist das wieder Attack, also wie lange die Note braucht, um erstmal angespielt zu werden, also um auf den ja, auf die volle Lautstärke zu kommen. Decay gibt es wieder. Sustain, wie immer eigentlich. Und Release, immer diese vier findet man ja überall wieder. Und Level ist die Lautstärke, Volume Level. Das gleiche auch bei dem hier, in dem mittleren und bei dem untersten, überall das gleiche. Presets gibt es hier jetzt nicht wirklich, nur die Standardgitarre, die immer voreingestellt ist und eine zufällig generierte. Ihr könnt aber, wenn ihr eine gute gefunden habt, die, ja, die euch halt gefällt, also wenn ihr rumgespielt habt und ihr habt eine gute gefunden, könnt ihr einfach auf Save Preset As gehen und dann werdet ihr die in Zukunft auch hier finden. Also ihr müsst die nicht immer wieder neu einstellen. Meiner Meinung nach klingen die drei Gitarren auch wesentlich besser als die standardmäßig integrierten Gitarren von FL Studio. Zum Beispiel die von Citrus, kann ich aber eben zeigen. Hier Citrus, da gibt es ja auch die Nylon-Gitarre, die hört sich so an. Und nochmal im Vergleich die andere. Dann gibt es ja noch die Steel-Gitarre. Auch nochmal Vergleich zwischen den beiden. Ich finde halt die von diesem Plugin klingen ein bisschen ja, harmonischer und schöner als die von Citrus. Aber es muss ja jeder selber wissen. Ich wollte euch auf jeden Fall mal die drei Plugins vorstellen und ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir nochmal in die Kommentare, wie ihr die neue Videoreihe findet, ob ich da mehr machen soll und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao!